Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt die dabei? Dass erst das Fressen kommt und dann die Moral ist einer dieser Brechtschen Sätze, der überall gern zitiert wird, ohne dass dessen kritischer Impetus mit aufgenommen wird. Was über die Zeit zu einem Kalenderspruch verkommen ist, wird in dem neuen Mackie-Messer-Film wieder mit konkretem Inhalt gefüllt. Joachim A. Lang klopft in seinem Mackie-Messer-Film dem alten Brecht den Staub von den Schultern. Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Der hat meine Tochter und mich nur mit Glacé-Handschuhen angefasst. Glacé-Handschuhe und eine Narbe. Das ist Mackie-Messer. Ihr werdet nie Geschäftsleute werden, Kannibalen. Keine Geschäftsleute. Der Groschenhof ist ein Versuch, der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken. Anstatt das. Wir spielen die Vorgänge hinter den Vorgängen. Stopp! Nach Jahren im gymnasialen Bermuda-Dreieck wird wieder klar, was eigentlich so faszinierend ist am großen deutschen Dramatiker. Die Geschichte des Films ist eigentlich ganz schnell erzählt. Es geht um den niemals realisierten Drei-Groschen-Film. Nach dem Riesenerfolg der Drei-Groschen-Oper soll Bertolt Brecht selbst das Drehbuch für die Verfilmung des Theaterstücks verfassen. Doch die Produzenten sind alles andere als begeistert von den radikalen Ansichten, die Brecht in das Drehbuch hineinschreibt. Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet? Brauchen Sie Spaß! Brauchen Sie Spaß! Die Filmindustrie ist zu doof. Ich muss erst bankrott gehen. Er politisiert den Stoff und radikalisiert ihn und so kommt es zu einer Auseinandersetzung, die bis vors Gericht führt. Joachim A. Lang erweckt mit seinem grandiosen Ensemble den Drei-Groschen-Film zum Leben und immer wieder wird die dritte Wand dabei durchbrochen. Brecht durchschreitet seine Drehbuchseiten, kommentiert, leitet an. Einfach ausgedrückt, die narrativen Ebenen des Films vermischen sich. Auf der einen Seite die juristische Auseinandersetzung zwischen Brecht und den Produzenten, und auf der anderen Seite ein Film im Film. Großartig die Leistung von Lars Eidinger als Brecht. Nochmal auf Anfang. Ganz anders als man es von dem als Berserker verschrienen Schauspieler erwartet, legt dieser den Brecht sehr zurückhaltend an. Und er spricht nur Sätze, die der Meister selbst gesprochen hat. Alle von Brecht geäußerten Sätze stammen nämlich aus Interviews von Brecht selbst. Aus dieser Verbindung der verschiedenen Ebenen ergibt sich eine Spannung, die das Leichte mit dem Anspruchsvollen verbindet. Brechts politische Themen werden aktualisiert und in einer Art Broadway-Musical präsentiert. Das macht Spaß, vor allem weil die Musik von Weil immer noch ins Ohr geht, als wäre sie gerade erst heute geschrieben. Außerdem sind die Interpretationen der Stars wie Joachim Krohl, Tobias Moretti oder Hannah Herzsprung mehr als zeitgemäß. Der Film macht riesengroßen Spaß und ist für all diejenigen zu empfehlen, die mal wieder Lust haben, sich mit Brecht und der deutschen Literaturgeschichte auf unterhaltsame Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich wünsche ganz viel Spaß im Kino und sende herzliche Grüße aus der Cinema-Redaktion. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Meiner Meinung nach haben wir nicht die richtigen Leute an der Spitze des Staates. Wir brauchen Geschäftsleute, so wie wir. Ich bin überzeugt, dass die Zeit einer solchen Staatsführung kommen wird. Sie wird mich zu ihren Anhängern zählen. Von der Kanonen auf die Kanonen, vom K bis Couch-BH. Moment bitte, nochmal auf Anfang. Ich
Ich werde in die Literatur eingehen als ein Mann, der den Vers geschrieben hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen.